Das ist hier ein Fragebogen, unser wichtigstes Erhebungsinstrument in der Forschung. Dort listen wir alle Fragen auf, die wir unseren Probanden stellen wollen, verteilen die, holen die wieder ein. Aus der Auswertung dieser Fragebögen gewinnen wir unsere wichtigsten Ergebnisse und die publizieren wir dann in unseren Papern. Derzeit forsche ich dazu, wie Klimaschutz von Städten verwirklicht werden kann. Also wie Städte postfossil gemacht werden können. Wie also ein Übergang erfolgt von einer Stadt, die sehr viel Energie verbraucht, vor allem aus fossilen Rohstoffen und dann sich komplett umstellt auf erneuerbare Energien. Mein Forschungsgegenstand ist im Unterschied zu manchen Naturwissenschaftlern sehr komplex. Das heißt, man hat es mit einer ganzen Stadt zu tun. Nicht nur, dass da viele Menschen sind, sondern man hat es mit unterschiedlichen Infrastruktursystemen, mit unterschiedlichen Anforderungen zu tun, Klimaschutz, Wohnen, Bezahlbarkeit von Infrastrukturen, Bildung und mit sehr vielen Akteuren, mit sehr vielen Institutionen, Verwaltung, Politik. Und das Ganze ist auch ständig in Veränderung begriffen. Wissenschaft ist für mich organisierter Skeptizismus. Alles immer wieder zu hinterfragen, neue Perspektiven darauf zu entwickeln, alles anzuzweifeln, auch eigene Ergebnisse, Erkenntnisse oder Sichten zu revidieren, wenn das erforderlich ist, was ich auch schon öfter getan habe. Also ein guter Wissenschaftler sollte vor allem neugierig sein. Wenn nicht neugierig ist, ist in der Wissenschaft eigentlich fehl am Platze. Weil man muss sich ja immer wieder von Neuem mit Engagement, einem Gegenstand, einer Frage, einem Problem zuwenden. Und wenn man dazu keine Neugier hat, sondern meint, man weiß es schon, dann wird man da nicht viel rausfinden.